ein. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing bei uns auf unserem Channel. Heute Skylanders Giants im Starterpack für die Wii U. Als erstes fällt uns auf, es sind drei Figuren dabei. Einmal der Jetpack, einmal der Sünder und einmal T-Rex. Diese sind in verschiedenen Kategorien unterteilt, einmal Luft, Untot und Leben. Des Weiteren sehen wir hier schon das Portal und wie das Ganze funktioniert, grob erklärt. Das war in die USK und das für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet ist. Ebenfalls erhältlich die sogenannten Battle Packs. Dazu gehören hier so eine Kanone und andere Figuren. Was haben wir hier? Den genauen Inhalt, die Figuren, das Portal, das Spiel, ein Poster, Sammelkarten und Aufkleberbögen. Dann wird es grob erklärt, wie es geht und dass man es anscheinend immer und überall spielen kann, als Videospiel, online oder unterwegs. Auf dem Hintergrund sehen wir nochmal das genaue Prinzip erklärt, die Figur auf das Portal legen, loslegen, ab geht's. Des Weiteren haben wir hier eine große Übersicht über die Spielfiguren, leider überklebt worden hier von meinem Händler, schade, des Weiteren können wir das ein oder zwei Spiele spielen können und mit welchem Controller es kompatibel ist. Das Spiel ist von Activision und jetzt packen wir das Ganze doch einfach mal genauer aus. Als allererstes fällt auf, ist schon mal ein stabiler Karton mit einem großen Plastikschuber. So, hier haben wir jetzt die Figuren genauer, die sind schwer herauszulösen aus dem Plastik. Echt schwer, da muss man sehr viel Gewalt anlegen. Ja, die Figur lässt sich nicht bewegen, hat also keinen Bewegungsfreiraum. Als Figur selber und unten sieht man hier nochmal, dass es Leben ist und diese Plastikaufsätze. Auch hier haben wir die nächste Figur. Oh, die löst sich echt extrem schwer aus dem Plastik. Auch diese lässt sich nicht bewegen. Scheinen aber beide jetzt sehr hochwertig zu sein. Man sieht hier keine Fehlpresse, nichts. Ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Die Figur im Starterpack, ein Drachen, sieht aus wie Spyro, ist es aber nicht. Auch dieser lässt sich hier zwar leicht die Flügel bewegen, aber sonst keine richtigen Bewegungen. Aber alle haben diesen orangenen Knopf. Oh, jetzt kommt meine Katze herbei, die tun wir am besten mal weg. So. So, hier haben wir das Portal. Schwer lösen lässt, wird per USB an die Wii U angeschlossen. Wenn man hier klopft, es sieht nach sehr dünnem Plastik aus, aber es ist stabil, auch bei harterem Druck. Da steht hier hinten drauf, Portal auf Power und das war es auch schon. So. In der Rückseite haben wir, wir lösen es einmal, ein sehr gut verpacktes. Kurzanleitung, wie das Spiel funktioniert. Ja, wird grob erklärt, wie man es anschließt. Das war es auch schon. Dann haben wir hier noch, leider verknickt, obwohl es in der Verpackung war, noch nicht geöffnet. Schade, das hätte man besser lösen können. Gerade für Sammler ist dies jetzt ziemlich nutzlos, da die Sammelkarten nun alle verknickt sind. Hier stehen auch die Namen der einzelnen Figuren drauf. Sünder, T-Rex und Jetpack. Deswegen hat es hier noch so Aufkleber, die man auf die Figur anscheinend kleben muss. Werde ich nachher bestimmt in der Anleitung genau lesen können. Dann haben wir hier noch ein Poster. Ah, hier sind nochmal alle Spielfiguren genau erklärt, die es zu kaufen gibt. So, dann haben wir natürlich noch das Spiel selber. Original verpackt noch. So. Die Hülle beinhaltet natürlich Nintendo Codes.
kurze Bedienungsanleitung, die wieder extrem kurz ausfällt. Und die Spiele-CD. Das Ganze kostet ca. 69 Euro in den Läden. Ich hoffe, unser Unboxing habe ich mal wieder gefallen.